Okay, ein Schlüssel. Hurra! Aha. Ein Schlüssel, der in viele Teile zersplittert ist. Aua. Nein! Crap! Außer furchtbar. Mist! Jetzt bin ich leider verreckt. Natürlich zersplittern übrigens diese Schlüssel dann in verschiedene Teile, ist ganz wichtig. Warum auch nicht? Klappt das mit dem Ausweichen bei den Viechern nicht so ganz. Aua. Ich check's nicht so ganz, warum das Ausweichen bei diesen Viechern nicht funktioniert. Das ist irgendwie seltsam. Ja, weg damit. So, haben wir das. So, komm her. In your face, Kleiner. So. Achso, okay. Zack. So, mal drei Teile. Ich glaube, ich muss dann immer hochspringen. Ach so, weil ich in der... Ach komm, das ist wieder so ein Vögelchen. Hab ich dich. So. Da wurde ich immer ein bisschen platt gemacht. Das ist ja doof. So. Okay, da brauche ich den Schlüssel dafür. Wo ist das letzte Teil da? Okay. Okay. Na, komm her. Okay, was muss ich jetzt drücken? B.
Oh Gott. Oh. Sehr schön. Ich habe den Schlüssel. Geil. So, einmal Schlüsselchen aufnehmen. Sehr gut. Hier muss noch irgendwas sein. Das sieht so verdächtig aus hier. Geheimbänder? Nee. Das sah so verdächtig aus. So. Okay, zack. Nehmen wir das alles mal mit hier. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich will bloß mal kurz umschauen. Nicht, dass wir jetzt irgendwas Offensichtliches hier noch übersehen. Das wäre relativ doof. Das würde mich sehr ärgern, nämlich. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nö, hier ist nichts. Okay. Sehr schön. So, dann schließen wir mal auf. Klack. Da oben ist wieder eine Zaubertruhe. Oder ein Grab, besser gesagt, das ist ein Gräber eigentlich. Ups. Wir können es auch so machen. Einfach drüber fliegen. Dafür haben wir den Vogel. So, ein Herzchen. Ein zerbrochenes Herz. Hurray! Was kommt jetzt? Oh. Kinship. Okay. What? Ah, das ist ja clever. Ja, okay. Ich finde das lustig, dass diese Animation kommt mit dem Schießen und sofort die Dinger bei dir landen. Also du musst dann extrem schnell reagieren schon. Ich dachte, die macht jetzt irgendwas dann damit. Aber offensichtlich muss ich da direkt ausweichen. Das ist gut zu wissen. Super. Ah ja, der Laser wird übersehen.
Ich konnte nicht ausweichen. Das war toll. Und tschüss. Das war ein bisschen einfach. Also das erste Schiff kaputt machen, das ging ja, ne? Das war so ein bisschen, ja, und dann kannst du das halt als Dingens nutzen. Als, als Brücke einfach. Fand ich gut. So. Achso, das haben wir schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt dahinter. Da ist unsere Schallplatte. Der Ritt der Walküren. Okay. So, das müsste dann der zweite Teil sein. Das heißt, einen brauchen wir noch. So, ein Magiestein. Beziehungsweise Mondperle. Aber da gibt es dann wieder Magie obendrauf. So. Allons-y. Oh Gott. Wow. Jo. Wahahahaha. So. Sehr schön. Oh, wir sind in der Matrix angekommen. Geil. Oh ja, klar. Das liebe ich, ja. Aua. Oh oh. Oh. Achso. Ausgewicht nach Vollzeit. Oh crap. Die sind echt ätzend. Vor allem, dass die immer zu dritt sind, ist ja furchtbar. Achso. Ah, ist ja toll, dass das Spiel dazwischen eben nicht zwischenspeichert. So. So, das heißt, wir müssen den Teil jetzt immer neu machen. Na gut. Ja, genau. Zum Glück verlieren wir aber relativ wenig Leben, wenn wir das machen. So. Klack. Achso, man kann in der Mitte. Ja, man kann in der Mitte durchfliegen, ich verstehe. Das habe ich nicht gecheckt gerade. Aua. So. Seraphine Nummer 1 tot. Oh,
Oh. Ich dachte, ich bin ausgewichen. Oh crap, ich bin tot. Okay. Glück gehabt. So, extremes Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Die hat bloß so einen Schlag gebraucht, wäre ich tot gewesen. Easy! Genau. Bronzemedaille. Einen Schlag hätte sie noch gebraucht, dann wäre ich tot gewesen. Aha. Okay, ich dachte, da ist noch irgendwas. Aber nö. So, Tor zur Hölle, klar. Ist hier ein Tor zur Hölle, warum auch nicht? So, warum soll ich einen Pakt mit dem Teufel schließen? Haben wir aber, glaube ich, bestimmt schon. Zubehör, Sergeys Liebe, Selenes Licht. Was macht das eigentlich? Dieses alte Band wurde von der ägyptischen Hexe Kleopatra geschaffen. Wird der Träger angegriffen, wird die Hexenzeit automatisch auf Kosten der Zauberkraft aktiviert. Als Anführerin der ägyptischen Magier erfand sie dieses Gerät, um all jenen zu helfen, die mit den Feinheiten der Hexezeit Probleme hatten. Hervorragend. Gegenstände. Okay. Ich brauche dazu einen grünen Dutscher. So, Techniken. Schauen wir mal. Tetsu Sanko, Absatzstampfer, Nachbrennertritt, innere Fledermaus. Lass die innere Fledermaus frei und verwandle dich in eine Horde Fledermäuse, wodurch Schaden minimiert wird. Drücke RT unmittelbar, nachdem du getroffen wurdest. Warum nicht? Umbra-Speer. Bohre dich in Krähenform wie ein Speer in deinen Feind. Auch in der Luft möglich. Verbraucht einen Teil der Magieanzeige. Drücke RB zweimal schnell. Okay. Natürlich werden wir das nicht machen können, die ganze Zeit, weil wir nicht so viel Magie haben. Jo, kauf mal. So. Den Nachbrenner trete ich auch gerne. So. Rodins Schätze, was haben wir da? Umbra-Eleganz. Umbra-Eleganz, bald erhältlich. Aha, okay, ich verlasse. Tschack. So. Freunde der Nacht. Haben wir das. Lustigerweise, wenn hier so ein Höllendingens ist, heißt das immer, wir haben noch einen ganzen Haufen vor uns. Oh! Was? Ah, okay. Okay, gut. Das war doof. Ich dachte, ich kann auf dem Weg langlaufen, aber das war bloß eine Finte. In your face! So. Okay.
Okay, jetzt ein bisschen Magie obendrauf und ganz wichtig, wir haben ein paar Lebenspunkte gekriegt. Was gar nicht so blöd ist tatsächlich. So, dann... Okay. Der Ritt der Walküren. Alle Teile fügen sich zu einer goldenen LP zusammen. So habe ich das Gefühl, dass ich die brauche, um hier weiterzukommen. Ich bin mir nicht sicher, Sehr gut, los geht's. Los geht's. Bastel mir was Schönes. Noch neue Spielsachen. Die alten sind nicht mehr ganz taufrisch. Cool, läuft wirklich ein Walkürenritt im Hintergrund. Oberstleutnant Kilgore. What? Okay. Wir haben eine neue Knarre. Finde ich gut. Mal ausprobieren. Waffen. Seine Gräueltaten während des Vietnamkriegs sicherten Oberstleutnant Kilgore einen Platz in der Hölle. Seine Seele steckt nun in diesen Granatwerfern, die durch magische Kräfte hochexplosive Geschosse abfeuern. Okay. Naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bleibe bei meinen Schwertern. So, die Frage ist jetzt ein bisschen. Was muss ich jetzt tun? Wo muss ich jetzt hin? Muss ich hier hoch? Nee, da komme ich nicht lang. Hä? Ach, jetzt check ich's. Okay. Da ist teilweise ein Hauch drin, das sieht man relativ schlecht. Du kannst da hochlaufen. So. Aua. Ich finde das lustig, platt gedrückt. So. Okay, so. Warum bist du da? Da kommt man einfach vorbei normalerweise. Ach ja. Ist da noch irgendwas drin, diesen Statuen? Nee, die sind leer. Okay. Ah.
Aha. Lohnt sich, die Platz zu machen, die Dinger. Manchmal sind natürlich Gegner drin noch, aber zusätzlich, es gibt immer Belohnungen. Okay, was wird das jetzt hier wieder? Oh. Halbmond. Och nein. Okkulter Gegenstand. Golem. Klar, warum auch nicht? Was? Was? Okay. Okay, da hinten ist ein Blutrabe und eine Truhe. So. Okay, ich komme doch in der nächsten Zeit hier rein. Aua. Oh, hat sich festgepackt. Jetzt nicht mehr. Wieder. Oh. Ah! Okay, die spielen jetzt den Ball mit ihm. Sehr gut. Ups. Okay. Oh Gott. Pam! Well. Da ist er put. So, Bronzemedaille leider nur. Oh, ich hasse das, dass die so schnell wegfliegen mittlerweile. Oh gut, mal hat ja den. Oh Mann. Das ist ganz schön fies. Man muss das nämlich so erwischen, dass der gerade am Landen ist, nämlich wieder. Dann schafft man es nämlich. So. So, ein Herzchen. Hurra. Es wäre schön, wenn sich die Lebensenergie auffüllen würde wieder, wenn du so ein Herz findest. Das wäre total toll. So, was haben wir jetzt hier drin noch? Ach ja. Abgeschlossen. Kapitel 9. Paradiso Andenken. Und 3 Begegnungen haben wir nicht gemacht. Sehr gut. Und eine Steintrophäe. Hurra! Ich bin hellauf begeistert. Gut. Well. So, dann würde ich sagen, wir machen einen ganz kurzen... Ja, das habe ich vergessen. Ich habe ganz schön viel Munition.
Muss jetzt was bei rumkommen, mal. Ich hasse das. Ich lasse diese Dinge in Ruhe. Ich weiß nämlich nicht... Oh, verdammt. Ich weiß nämlich nicht, wo ich bei den Teilen hintreffen soll. Also, keine Ahnung, wo du da hinschießen sollst, damit es funktioniert. So. Okay, die restlichen wandeln wir um. So. Hervorragend. Dann... Wo sind wir jetzt? Ah, es geht weiter in den Himmel hoch. Sehr schön. Kapitel 10. Paradiso, ein Sternenmeer. Sehr gut, dann speichere ich eben mal. Und dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle jetzt erstmal für YouTube einen Cut und im Stream eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder. Das heißt, für YouTube, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.